Heute ist 15. Januar 2017, 18 und 15. Ich habe gerade ein neues Video aufgenommen, das nennt sich Schönen Abend abwärmt. Das werde ich jetzt hochladen. Und ich hoffe, dass es einen bestimmten Effekt gibt, nämlich eine Fehlermeldung. Obwohl das Video in Deutsch ist, setze ich es vorsätzlich auf Englisch. Das hat den Hintergrund, dass ich nicht ausschließen kann, dass nach der hinterlegten Sprache gefiltert wird für manche Zielgruppen bzw. in manchen Gebieten oder was nicht. Und dass ich darauf hoffe, wenn es wirklich rein regional gefiltert wird, dass allfällige englischsprachige Mitarbeiter bestimmter Dienste, so sie irgendwann einmal damit beauftragt werden, obwohl sie alle vollkommen vom Abwärmen das Hirn gebügelt kriegen und von dessen Dunstkreis irgendwie von hiesigen Gebieten auszuschauen, was YouTube denn bereithält an meinen Videos. Falls sie auf Englisch das suchen, dass sie es finden. Aufgenommen worden ist es heute. Das sind die sonstigen Einstellungen, da ist nichts besonders erwähnenswert. Das Interessante an der Sache, man beachtet, dass hier steht öffentlich. Ja? Ich habe das nicht verändert. Hier steht öffentlich und ich bekomme immer wieder, wenn ich ohne das auch nur anzufassen auf öffentlich lasse und veröffentlichen klicke, eine Fehlermeldung, die ich hoffe auch jetzt zu erhalten, wo dann steht, das Video ist privat, obwohl es eigentlich öffentlich ist. Ja? Jetzt ist die Verarbeitung auch schon abgeschlossen. Ich warte jetzt noch darauf, dass das Bild kommt, damit ich ein schönes Bild aussuche und danach werde ich hier draufklicken. Und es ist öffentlich. Ja? Es gibt zur Auswahl öffentlich, nicht gelistet und privat. Ich habe es nicht geändert, es ist auf öffentlich. Schauen wir mal, was für Bilder da jetzt kommen. Ich mache das Bild einfach einmal. Werden jetzt noch Änderungen gespeichert, das geht dann gleich weg. Jetzt kommt der Button gleich wieder. Das dauert immer ein bisschen. Jetzt ist er da. Und ich klicke jetzt veröffentlichen. Und siehe da, dieses Video ist privat. Um dieses Video zu teilen, ändere die Einstellung zu Quad öffentlich Quad oder Quad nicht gelistet Quad. Ja, dieses Video ist nicht privat. Dieses Video ist öffentlich, aber YouTube bearbeitet meine Videos als privat, obwohl sie öffentlich sind. Ja? Ich könnte jetzt vollkommen paranoid anklicken, privat und das speichern. Ja, das mache ich einmal zwischendurch, wobei ich es sofort wieder auf tatsächlich öffentlich setze. Ja? Und ich bekomme wieder diese lustige Mitteilung, obwohl es hier öffentlich ist. Und ich möchte anmerken, dass man das auch für eine andere Sprache genauso handhaben kann. Wenn ich auf meine Videos gehe, My Channel, Video Manager. Ja, hier ist Public, ein kleiner Globus. Ja, Public. Alle meine 200, mittlerweile 66 mit dem jetzt, Videos sind auf Public. Okay? Zumindest, was mir gesagt wird von dieser Website. Alle werden auf Google Plus geteilt. Zumindest, was mir gesagt wird auf dieser Website. Ja? Wenn ich jetzt auf Edit gehe, steht hier Public. Ja? Public. Und wenn ich hoffe, das ist jetzt mittlerweile schon drüben, wenn ich auf Google Plus schaue, gibt es hier das neueste Video geteilt. Ja? Mir wird von allem Google-Zeug der Eindruck vermittelt, dass es öffentlich ist. Hier steht überall Public. Ja? Ich ändere das jetzt wieder zurück auf Deutsch. Also weiß ich, machen wir es mal Italienisch zwischendurch. Schauen wir, was da steht. Pubblico steht da. Ja, da steht nicht non in elenco, was immer das ist, und da steht nicht privat, da steht pubblico. Okay?
Es ist öffentlich. Das Video ist öffentlich, zumindest nach dem, was mir hier angezeigt wird. Ich verändere diese Einstellung nie. Alle meine Videos sind als öffentlich gekennzeichnet. Aber selbst wenn man zurückgeht auf die ältesten davon, das sind mittlerweile 9 Seiten Videos, alle sind öffentlich. Ich habe noch nie ein privates Video auf YouTube hochgeladen, was zervors. All diese alten Videos, diese Videos sind seit 1,5 Jahren online. Das sind schon über 1,5 Jahren. Das sind genau 3 Aufrufe. Ja, manche davon sind so generisch tituliert mit noch dazu teilweise ultraspezifischen und oder ultra generischen Beschlagwortungen, dass sie gar nicht anders könnten, als sozusagen versehentlich unzählige Male angeklickt zu werden. Aber so wie YouTube das handhabt, wird mir die Scheiße hier nur vorgetäuscht, dass es öffentlich ist. Und wenn ich außer Haus gehe, nehmen die Proxyfelder wahr, dass ich das Haus verlasse. Und dann ist es keine Kunst, dass für diese kurze Zeit in einem sehr lokalen Gebiet, vielleicht nur aus Wien, sagen wir mal, meine Videos als öffentlich zugänglich erklärt werden auf YouTube. Sodass, wenn ich im AMS-Kurs sitze und vom AMS-Computer aus versuche, sind meine Videos auf YouTube zu finden, ich meine Videos auf YouTube finden kann, auch ohne eingeloggt zu sein. Aber niemand sonst sieht meine Videos. Und in dem Moment, wo ich wieder hier in die Wohnung reinhatsch, wird wieder für alle Welt das Ganze zugemacht. Außer es wird dann immer gerade spezifisch benötigt, zum Beispiel zur Verarschung vom Verfassungsschutz, bestimmte Videos zugänglich gemacht. Ja? Nämlich immer gerade dann, wenn Abwehrend und Konsorten gerade irgendwen verarschen wollen. Von 266 Videos, vollkommen aus dem Kontext gerissen, irgendwelche. Die dann obendrein noch gefaked und gefälscht sein können, weil ich auch hier schon dokumentiert habe, wie mit Tonbearbeitung gearbeitet wird, dass das Gesagte anders rüberkommt, im Sinne von, dass man zum Beispiel einfach ein Wort rausschneiden kann, zum Beispiel ein not, ich rede sehr viel in Englisch in diesen Videos, und das andere ringsum so zusammenziehen und dehnen kann, dass es vom Tonfall her, von der Tonhöhe her praktisch nicht auffällt, und an der Gesamtlänge nichts ändert, aber der ganze Satz plötzlich mit einem herausgeschnittenen Not einen gänzlich anderen Sinn bekommt. Ja? Aber hauptsächlich geht es mir um diese Public-Einstellungen. Ich lade ein Public-Video hoch und mir wird von der YouTube-Website gesagt, es ist privat, ich möge es doch auf Public schalten. Es ist auf Public. Alle meine Videos sind auf Public. Das wollte ich nur einmal dokumentieren. Und zurück zu diesem Video, dem aktuellsten. Das war jetzt das Falsche, Verzeihung. Dieses Video ist auf Public, ja? Noch einmal. Bearbeiten. Vielleicht war es ja zwischendurch falsch gespeichert. Ja? Du siehst durchs von mir vorübergehend privat speichern. Ja? Änderungen speichern. Jetzt steht es privat, nur für dich sichtbar. Ja? Aber das will ich. Aber der vollständige Teil zeige ich mal, wie das ausschaut. Bei einem privat gekennzeichneten Video wäre kein Globus, sondern ein Schloss. Ja? Aber auf keinem meiner Videos ist ein Schloss, weil ich kein einziges meiner Videos privat kennzeichne. Alle meine Videos sind public/öffentlich. Nur dass sie das nicht sind, weil YouTube meint, lustig sein zu müssen. Hier. Sofern ich es einstellen kann und was mir vorgegaukelt wird, ist es öffentlich. Obgleich die Website selbst mir den Hinweis gibt nach dem Upload eines öffentlichen Videos, bitte, du musst dein Video öffentlich stellen, weil jetzt ist es privat, wenn es nicht privat ist. Und das war dieses Dokumentationsvideo.